Ding, long, dong, long. Ach, ich mag ihn einfach. Oha, ja, ja. Was ist das für ein Trubel? So viele Gäste haben wir seit unserer Hochzeit nicht mehr gehabt. Die muss schon eine ganze Weile her sein, oder? Wir haben immer noch Zeit, Vögel beobachten zu gehen, aber vielleicht sollten wir uns erst einmal an einem Lied oder zwei ergötzen? Lasst euer Herz zur Ruhe kommen und vergesst eure Sorgen. Ihr seid jetzt unter dem Dach von Tom Bombadil. Hallo, kann ich euch irgendwie behilflich sein? Meine Goldbeere ist zu ihrer Quelle gegangen und ich wollte mich gerade auf Lilienjagd begeben. Ich habe keine Zeit, Vögel hinterher zu jagen, aber was soll's? Aragorn ist ein Name, den ich kenne und ein Freund vom alten Tom. Ich mache euch also ein Angebot. Während der alte Tom Bombadil nach den grässlichen Krähen Ausschau hält, sammelt ihr Lilien für meine Liebste. Ich habe welche direkt am Fluss gesehen, nur einen Katzensprung von hier entfernt. Geht einfach dort entlang, bis ihr ring-dingeling-dingelang, dann findet ihr den alten Weidenmann. Nehmt euch vor dem alten grauen Weidenmann in Acht, er ist ein mächtiger Sänger. Wenn ihr nicht aufpasst, sinkt er euch in den Schlaf und ertränkt euch. Genauso wie er es fast mit den Hobbits gemacht hat. Gut, dann wollen wir mal Lilien für ihn holen. Das ist halt auch nicht ganz akkurat, weil Tom Bombadil eigentlich die letzten Blumen des Jahres, bevor der Winter anfängt, holt, wenn er die Hobbits rettet. Und die Hobbits sind ja schon durch an der Stelle hier. Aber gut, was soll's. Wir machen uns mal auf den Weg zum alten Weidenmann. Den Weg kennen wir, den sind wir nämlich gerade eben schon gegangen. So, da sind wir wieder bei dem alten, dicken Herrn. Und sammeln mal ein bisschen. Na gut. Die Lilien sind schnell gepflückt. Und... ja, Goldbeere werden wir leider nicht treffen. Mit Goldbeere und Tom Bombadil ist es eigentlich ziemlich schön. Also es liest sich ziemlich schön. Die sind halt wirklich schon seit einer halben Ewigkeit verheiratet. Sind ein wirklich ein altes Ehepaar. Leben in totaler Eintracht und Glückseligkeit. Und die sind so ein unglaublich eingespieltes Team, dass es wirklich an einen Tanz anmutet, wie sie sich miteinander bewegen. Und die sind eigentlich so, wenn man so will, sind sie das perfekte Paar. Also... das sind auch die, bei denen ich das Gefühl hatte, ich weiß gar nicht, was gibt es sonst noch an Paaren? Aragorn und Arwen, da ist immer so viel Drama mit drin, das wird aber halt auch einfach durch die Geschichte mit reingebracht. Celeborn und Galadriel ist ein sehr unterkühltes Verhältnis. Das liegt daran, dass Galadriel durch den Ring sehr distanziert ist. Ansonsten fallen mir jetzt gerade gar keine wichtigen Paare mehr ein in Mittelerde. Und da sind Tom Bombadil und Goldbeere doch eine sehr schöne Abwechslung, weil sie einfach, also für mich sind sie so das perfekte Paar. Auch wenn Tom Bombadil unglaublich albern ist. Aber soll er doch. Ding, long, dong, long. Weiße Lilien für die Tochter des Flusses. Ihr seid stärker als ein Hobbit, wenn ihr den alten Weidenmann niedergesungen habt. Nicht eine Lilie geknickt, kein Blatt gebrochen. Der alte Tom ist ein lustiger Geselle. Aber er weiß, wann er tanzen und wann er arbeiten muss. Er hat eure Vögel gefunden und nicht zu früh. Wenn ihr sie finden wollt, dann geht jetzt los. Es sei denn, ihr wollt euch unter dem grünen Gras zur Ruhe begeben. Nein. Was kann ich für euch tun? Das haben wir nicht unbedingt vor. Schwarze Vögel flattern umher und hüpften auf den Zweigen herum. Sie rasten dann dort, wo die Rastlosen umhergehen. Vorsicht vor den alten Hügelgräbern. Sie rühren sich, wenn sie eigentlich schlafen sollten. Geht auf dem Pfad nach Osten und folgt der alten Hügelgräberstraße. Biegt dann nach Süden ab und bleibt innerhalb der Mauern der Hügelgräber entlang des Waldrands. Ding, long, dong, long. Und dort werdet ihr sie finden. Sucht nach der unglücklichen Dame. Und jetzt los. Worauf wartet ihr? Tom muss jetzt auch schnell fort von hier. Okay, dann machen wir uns auf den Weg. Von Tom Bombadil, ich hatte ja schon mal ganz kurz erwähnt, nicht nur, dass er sie hier gerettet hat, die Hobbits. Wir können übrigens hier direkt nach Osten uns begeben. Ich reite mal einfach an dem vorbei. Hier kommen wir direkt zu den Hügelgräberhöhen und den Weg sind auch die Hobbits gegangen. Die sind genau hier lang geritten und sind... nicht geritten, Entschuldigung. Gegangen mit ihren Ponys im Schlepptau, wenn ich mich nicht irre. Ja, vielleicht sind sie auch geritten, kann auch sein. Die haben ja 5 Ponys dabei gehabt. 4 zum Reiten und 1 als Lastenpony. Und, ja, die haben sich ja lang begeben auf die alte Hügelgräberstraße und dort sind sie aber vom Schatten überwältigt worden. Also, hier habe ich übrigens noch keine Quests gemacht, deswegen kommen ja ganz viele Ringe jetzt. Da kam dann glaube ich ein Nebel auf und sie sind halt einfach zu lange unterwegs gewesen und haben sich zu lange gut gehen lassen in der Mittagssonne und als es dann dunkel wurde, kam das Böse und zog herauf und sie sind alle
überwältigt wurden von den Unholden hier und sind dann aufgewacht in einem Hügelgrab und wären wahrscheinlich getötet worden, wenn da nicht Tom Bombadil gekommen wäre, der sie gerettet hat. Also er hat sie gleich zweimal gerettet. Die Ponys sind natürlich in der Zwischenzeit getürmt, vor dem Bösen abgehauen. Und auch die wurden gerettet, denn Tom Bombadil hat einen alten Freund. Und das ist ein sehr, sehr altes, dickes Pony, das sich der alte Plumpel nennt. Ich weiß gar nicht, ob man den irgendwo hier trifft. Ich kann mich nicht daran erinnern, ihn schon mal getroffen zu haben. Vielleicht habe ich ihn auch schon getroffen und ich weiß es bloß nicht mehr. Das ist durchaus möglich. So, die Hügelgräberhöhen, wir sehen, die sind kein einladender Ort. So, aber die werden wir uns hier nicht weiter anschauen. Wir werden nur hier diese eine Aufgabe direkt in den offenen Hügelgräberhöhlen haben. Eine wird es dann noch geben, die wird uns gleich in ein Hügelgrab reinführen. Aber erstmal widmen wir uns Andraste. Ich finde übrigens auch sehr lustig, dass die Andraste heißt. Denn Andraste ist, wenn ich mich richtig entsinne, bei Dragon Age die... Ich weiß gar nicht, ist die eine Prophetin gewesen? Ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern. Ich glaube schon, ne? Ich glaube, die war eine Prophetin und Märtyrerin für den Gott. Habt ihr etwa gedacht, meine Begleiter erfahren nichts davon, dass der Ring nun in den Händen eines Hobbits namens Frodo Beutlin gen Osten reist? Ihr habt erbärmlich versagt. Na gut, wenn du meinst, dass du mich besiegen kannst mit deinen kleinen Krähen. Und von eurem vorzeitigen... Ich glaube ja nicht. Jetzt kommt her! So, einmal drauf. Oh, brauchen wir gar nicht. So, wie wär's mit den anderen beiden Krähen? Aha. Gut, machen wir gleich mal so. Nein, meine wunderschöne. Und damit ist jetzt Andraste selber dafür dran. Werdet ihr sterben. Die ist aber nicht mal mit einem roten Rahmen ausgestattet. Also, sie ist kein Problem. Sie war nur eine Späherin, nicht mehr. Und damit haben wir verhindert, dass der Feind jetzt schon erfährt, dass der Ring das Auenland verlassen hat. Das wird Frodo und den anderen ein bisschen Sicherheit geben und wir sollen zu Tom Bombadil zurückkehren. Gut, machen wir uns mal auf den Weg zurück. Ich spring mal gleich hier runter. Denn hier kommen wir direkt wieder auf die Hügelgräberstraße zurück, die uns in den alten Wald zurückführt. Das ist dann ein bisschen kürzer, als wenn wir jetzt extra erst da drüben wieder lang reiten. Ich muss auch sagen, ich mag die Hügelgräber nicht sonderlich. Hier ist jetzt auch nicht verwunderlich. Okay, ich dachte gerade, mir folgt vielleicht jemand. Aber das ist die allgemeine Musik im alten Wald. Ist auch nicht weiter verwunderlich. Ich glaube, man soll die Hügelgräber auch nicht unbedingt mögen. Denn die sind einfach ein sehr gefährlicher Ort. Mit den Hügelgräbern hat es Folgendes auf sich. Und zwar hat ja um Bree herum das Königreich Cardolan seinen Sitz gehabt. Cardolan, wenn wir uns erinnern, hatte ich schon mal erklärt, ist eines der Folgekönigreiche von Arnor. Wir erinnern uns, Elendils Söhne Isildur und Anairon haben das große Reich der Numenorer in Mittelerde unter sich aufgeteilt. Und zwar ist Anairon im Süden in Gondor unterwegs gewesen. Kann das Vieh mich endlich mal in Ruhe lassen? Während Isildur der Herrscher über Arnor war und Arnor ist eben das Nordkönigreich. Ja, und Arnor wurde irgendwann in der Erbfolge einmal unter drei Söhnen eines Herrschers aufgeteilt und ist in Rudau, Cardolan und Arthedain zerfallen, in aufsteigender Wichtigkeitsreihenfolge. Und Cardolan war also das mittlere Reich sozusagen, und während... Also, dann war es ja so, dass in Angmar der Hexenkönig, also der oberste Nazgul, ein Reich begründet hat, während Sauron noch geschlummert hat und die Völker des Westens von Norden her bedrohen wollte. So, nun war es aber so, übrigens ist Tom Bombadil fort, ne, wie wir merken. Nun war es aber so, dass die natürlich sich gewehrt haben. Blöderweise war das Volk von Rudau das Haus von nicht sehr stark im Willen. Ist urgemütlich. Ach, hier ist das schönste Musikstück, das es gibt, finde ich. Das ist so schön. Ja, und die waren nicht sonderlich stark im Willen, deswegen sind sie übergelaufen zu den Truppen des Hexenkönigs und haben die freien Völker verraten. Cardolan und Arthedain haben sich gewehrt und während Arthedain relativ stark war, ist Cardolan nicht so stark gewesen. Blöderweise sind die hauptsächlich... die sind ziemlich niedergerafft worden und für diese Opfer des Krieges sind die Hügelgräber angefertigt worden.
Glaube ich. Ne, die Hügelgräber gab's schon. Die haben sich dort versteckt. Ich glaube, so war das. Die haben sich in den Hügelgräbern versteckt, um zu überleben. Dummerweise ist Cardodan trotzdem dann irgendwann ausgestorben. Was einfach daran lag, dass, ich glaube, eine Pest oder irgendeine Seuche ist gekommen und hat sie niedergerafft. Es gab eine große Pest in der Geschichte von Mittelerde. Die hat auch andere Bewegungen zur Folge gehabt. Darauf gehe ich jetzt mal aber nicht weiter ein, weil das nicht für den Landstrich hier von Relevanz ist. Also Cardodan ist dadurch dann letztendlich ausgestorben, dass die letzten Überlebenden durch eine Seuche hinweggerafft wurden. Und die Hügelgräber sind seit den Kriegen gegen Angmar einfach heimgesucht, weil die Leute, naja, nicht so in Ruhe gekommen sind. Und jetzt mit dem aufkommenden Bösen werden sie auch wieder, verstärkt sich das, dass die bösen Geister einfach wieder auferstehen. Ding, long, dong, long. Hey, ihr da, bleibt doch eine Weile, oder habt ihr solche Eile? Otrongrot, sagt ihr? Das ist ein düsterer Ort, voller düsterer Gestalten, von dem ihr euch fernhalten solltet. Aber wenn ihr müsst, dann müsst ihr eben. Und ich werde euch nicht aufhalten. Schön, dann kommt näher und ich werde euch berichten. Ich weiß gar nicht, was jetzt mit Otrongrot war. Inwiefern das erwähnt wurde, ehrlich gesagt. Hat Andraste das gerade mitfallen lassen? Ihr werdet das bestimmt gleich ein bisschen besser wissen, wenn ihr das Video, gleich vor allem, wenn ihr das Video seht, werdet ihr es bestimmt ein bisschen besser wissen, weil ich ja die geschriebenen Texte dann immer noch nachvertone. Dann wird einem das auch bewusster, dann ist das präsenter für einen, dann überliest man nicht einfach mal auf die Schnelle was. So, wir schauen uns mal das Schwert an. Das sieht ganz gut aus, ja. Auf jeden Fall. Hallo, kann ich euch irgendwie behilflich sein? Die großen Hügelgräber sind nichts für schwache Herzen oder zartgliedrige Typen. Verdorbene Unholde und Herren des Bösen ergötzen sich an dem Schrecken, den sie über andere bringen. Den alten Tom haben sie nie erwischt und das wird ihnen auch niemals gelingen. Er ist der Meister. Wenn ihr gehen wollt, wird Tom euch führen. Nun gut. Das wird... Oh, ich hoffe mal, das ist... Ich habe das irgendwie in keiner guten Erinnerung. Das war, glaube ich... Also irgendwie habe ich das in der Erinnerung, dass es ziemlich herausfordernd war. Aber vielleicht verwechsel ich das auch gerade mit den Instanzen, die man so noch besuchen kann. Also in den Hügelgräbern gibt es auch noch 3 Instanzen, bei denen man das Level einstellen kann. Und die sind für große Gefährtengruppen, das heißt für 6 Leute, ausgelegt. Und dementsprechend schwer. So, ich lege aber mal das Schwert an. Wo hast du das denn jetzt hingelegt? In die rechte... Wow, what? Was ist das denn für ein Gerät? Sieht aus wie so ein... Ja, so ein Ferschen. Ja, wie heißen die Dinger denn auf Deutsch? Heißen die ja auch Ferschen? Ich weiß es nicht. Halt einen Krummsäbel. Ein Haumesser, wenn man so will. Könnte auch als Großmesser durchgehen, ja. Ich glaube, das ist sogar... Ich glaube, das ist ein großes Messer. Klingt blöd, aber ist so. Gut, okay, dann reden wir mal mit Tom Bombadil. Ding, long, dong, long. Und lassen uns zum alten Hügelgrab bringen. Nun, wie geht's, wie steht's? Bereit für ein paar Sprünge über Hügelgräber? Lasst uns springen und ein Liedchen singen, um den dunklen Gestalten Furcht zu bringen. Auf geht's! In den Tiefen von Otrongrot, dem großen Hügelgrab, wird eine unheilige Allianz geschmiedet. Sie könnte das Ende von Eriador bedeuten. Haben wir denn hier eigentlich die Karte? Ja. Da sehen wir das mal, die Hügelgräber. Wir waren gerade eben, sind wir hier rausgekommen aus dem alten Wald und sind hier am Rand lang geritten. Hier unten bei Hauth Nok Ben, Hauth heißt übrigens nichts anderes als Hügel auf Elbisch. Da waren wir gerade. Aber das war noch lange nicht das Ende. Also wir sehen nach Norden, hier geht's raus zu den Brefeldern. Hier unten waren wir und hier geht's eigentlich nicht wirklich lang, da ist eine Klippe. Also man kommt natürlich von der Seite aus zu den Feldern, aber andersrum nicht. Ja, und hier geht's dann noch zu den südlichen Hügelgräbern und hier wird's wirklich prickelnd. Also hier ist es äußerst ungemütlich. Und genau da sind wir jetzt, denn hier ist das große Hügelgrab, in das wir nun reingehen wollen. Kommt schon! Zwischen diesen Steinen liegt, was ihr sucht. Das große Hügelgrab der Höhlen. Vorsicht jetzt, oder eure Knochen werden auch dort ruhen, bis die Unholde euch tanzen lassen. Tschüss! Bis zum nächsten Mal! Ja, immerhin hat er mich hergeführt. Das ist ja schon mal ganz schön. Wollen wir uns mal anschauen. Mir fällt gerade auf, wir sehen Skorgrim ja doch nochmal. Da habe ich ja vorhin gelogen, als ich... Vorhin, das ist schon wieder ein paar Folgen her mittlerweile. Als ich in der Schwarzwold-Höhle war. Wir sehen ihn doch nochmal. So, wir sehen auch, hier warten Grimhans. Oh, da sind sie ja schon. Komm, Skorgrim.
Der Hexenkönig selbst und Skorgrim. Na gut. Wenn ihr es so wollt. Wir sehen, mein Vorsprung an Leveln hat sich relativ schnell aufgebraucht. Ne? Wenn man überlegt, ich war 5 Level über dem, was man braucht, so, um Amdir da anzugehen. Beziehungsweise was dafür empfohlen wurde. Und jetzt bin ich schon wieder ein Level unter denen hier. So, gut, das mache ich mal einfach weg. Weil wir jetzt halt gerade das Hügelgrab entdeckt haben, haben wir eine neue Tat gekriegt. So, und rein mit uns. Ein Ort, an dem man nicht unbedingt sein möchte. Die Hügelgräber. Gut, begeben wir uns in die Tiefe und schauen mal, ob wir herausfinden können, was... Ich sage euch, ich habe etwas gehört. ...was der Hexenkönig und Skorgrim vorhaben. Er ist da! Aber erstmal machen wir die Typen fertig. Skorgrim hat schon ein paar Zwerge mitgebracht. Los, Jungs, die hauen mir in Stücke! Meinst du, dass du mich in Stücke haust, ja? Naja, vielleicht habe auch ich dich in Stücke. Wer weiß, wer weiß. Oder schießt dir einen Bolzen in den Magen. So, also die Grimhans, die stellen sich uns hier wacker entgegen, um ihren Anführer zu verteidigen. Sind natürlich aber jetzt kein großes Problem. Ärgerlicherweise sind die Grimhans nicht das einzige Problem hier unten. Wir haben schon gesehen, der Nazgul ist natürlich hier der Nazgul-König. Oder der Fürst der Nazgul, trifft es vielleicht besser. Aber auch den meine ich nicht, denn ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man überhaupt mal gegen den Nazgul-Fürsten kämpft. Gegen den Obersten der Nazgul wirklich. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Auch wir müssen uns hier nicht gegen ihn stellen, der wäre viel zu stark für uns. Aber es gibt noch andere Verbündete der Bösen. So, ach der ist... Ah, natürlich. Ich drehe mich zu dem links hin und der rechts wird anvisiert. Gott, macht schon Sinn. Ich versieg dir nicht! So, wieder einmal nachladen. Solange die nur im Pärchen kommen, kein Problem. Bist du alleine? Nee. Oh, da traut er sich hier mit Äxten zu werfen, der Kleine. Klappt nicht ganz. So, weiter geht's. Wir sehen schon, hier kommt man noch wirklich gut durch. Aber gleich wird es noch ein bisschen interessanter. Ihr habt Fürst Skorgrim gehört. Keiner kommt an uns vorbei. Tötet sie für die Grimmans. Also gut, ihr mögt meine Männer getötet haben. Mich so, werdet ihr Hauptmann aber nicht töten. Oh, das wollte ich gar nicht. So, der ist aber genauso herausfordernd wie die anderen, die normalen Grimmans auch. Ich kann nicht besiegt werden. Bleib zurück! So, da will er flüchten, aber etwas anderes lauert hier. Skorgrim hat versprochen. Er hat gesagt, wir können nicht besiegt werden. Was? Was war das für ein Geräusch? Oh! Die Toten dulden keine Eindringlinge. Jetzt wird's interessant. Denn hier sind die wahren Herren des Hügelgrabs. Die Untoten kommen und wir müssen jetzt gegen sie vorgehen. Glücklicherweise hat sich damit für uns ein Weg aufgetan. Den wollen wir natürlich direkt einschlagen. Ist er nicht niedlich, der tödliche Gruftunhold? Mit seinem kleinen Kriecherarm noch dabei. So. Der hält aber auch schon gut was aus, ne? Gefährlich dürfte uns trotzdem nicht werden, eigentlich. Nee, kriegen wir hin. So, dann noch den kleinen Arm beseitigt. Aber er haut schon gut rein. Und wir sehen, da hinten stehen sie schon wieder. Der Hexenkönig. Ich finde auch den Rahmen so geil. Dieser Rahmen, den trifft man nur bei denen an, die wirklich richtig, richtig, richtig mächtig sind. Skorgrim hat die kleinere Stufe. Die sieht auch schon ziemlich fett aus, aber die richtigen, mächtigen Motherfucker, die haben so einen Rahmen. So, aber wir sehen, ja, es gibt bei beiden keine Lebenspunkte in der Anzeige. Gutes Indiz dafür, wir werden nicht gegen sie kämpfen. Komm! Iva erwartet uns! Tja, wer ist Iva, ist die Frage. Wir werden es gleich erfahren. Denn Iva wird sich uns noch zeigen. Tote dürfen passieren.
gut, machen wir mal die Unholde hier kurz noch platt. Die sind zum Glück nicht mit rotem Rahmen. Das wäre ein bisschen gemein, wenn es davon zwei gäbe. So ist das dann schon relativ gechillt. Da sind die ungefähr genauso herausfordernd wie zwei Zwerge. So, folgen wir denen mal noch weiter in die Tiefe. Ich weiß nicht, ob es wirklich eine gute Idee ist, den hinterher zu rennen. Wow. Die Tür öffnet sich von sich aus. Ich habe gar nicht gedrückt. So, ich gehe mal kurz um die Ecke hier. Einfach, um ihn rauszulocken. Das macht nämlich insofern was aus, dass wir dann nicht den anderen anlocken. So, da kommt er nämlich zu uns hin und auf unser Kampffeld sozusagen. So, und wir warten mal ganz kurz, bis meine Lebenspunkte wieder ein bisschen höher sind. Da haben wir nicht irgendeinen Skill gehabt? Nee, das war bloß Präzisionshaltung. Irgendwie hatte ich es in Erinnerung, dass ich einen Heilskill habe. Aber vielleicht auch nicht. Egal. Gut, ich würde sagen, dann legen wir wieder los. Ja, ich hätte vielleicht den mit dem der Ladezeit als ersten machen sollen. Erhebt euch! Erhebt euch, meine Brüder! Okay. Jetzt wird's prickelnd. Gut, zumindest den haben wir schon mal weg. Gut, geschafft. Durchatmen. Das war schon mal ganz gut. Also ich habe Respekt vor den Hügelgräbern. Die sind nicht ohne. Da gibt es auf jeden Fall einfachere Quests. Und wir dürfen nicht vergessen, wir sind ein Level niedriger als die. Das macht was aus. Das macht definitiv was aus. So, ich warte aber mal, nehme keinen Heiltrank, sondern ich warte einfach so, bis mein Leben sich regeneriert hat. Weil, ja, die Cooldown-Zeit für die Einnahme von Heiltränken ist relativ hoch. Also man kann eigentlich bloß einen nehmen, wenn man dann in einem Kampf drin ist. Und falls wir direkt in den nächsten schweren Kampf geworfen werden, muss ich das dann nicht verschwenden. Oh, hi. Und schon steckt man mitten im Kampf. Schön. So, aber das sollten wir eigentlich schaffen. So, einmal drauf hier. Jawoll. Der ist hinüber. Noch kurz den kriechenden Arm platt gemacht. Gut, okay. Ich muss mich mal kurz anders hinsetzen hier. Oh, oh je. Oh, alter Mann. Nee, ich habe gestern, ich habe gestern Sport gemacht und habe unglaublichen Muskelkater quasi überall. Weil ich einen Workout gemacht habe, das mich gar schon an die Grenzen meiner Kraft gebracht hat, auf Zeit. Das hat insgesamt eine Stunde 20 gedauert und ich war total fertig am Ende. Und heute habe ich halt überall Muskelkater. Ist absolut ein Spitzengefühl, muss ich sagen. Na gut, aber was soll's. Deswegen muss ich mich halt bloß ab und zu mal umsetzen und klinge dabei wie ein alter Mann. Weil mir halt auch alles wehtut, wie bei einem alten Mann. Gut, das Leben ist fast wieder aufgeladen. Und dann können wir uns jetzt richtig reinwagen. Meine Waffenmeisterin hat ihre Aufgabe noch nicht erledigt. Schert euch nicht um diesen Narren Saruman. Sobald eure Aufgaben erledigt sind, erwartet Mordirin euch bei dem Norden. Eva, wir werden euer Land im Osten brauchen. Das also ist Eva. Und wir haben schon ein paar Namen hier gelesen. Saruman ist unwichtig. Eine große Belohnung. Aber wer zur Hölle ist Mordirith? So ihr denn beide Erfolg habt. Wir werden es noch erfahren. Der Ring zieht gen Osten nach Imladris zweifellos. Skorgrim, eure Zwerge sollten so, ihre Bemühungen aber wir sehen, auf Norden und Osten der Hexenkönig ist der Chef der ganzen Sache. Er versammelt die Anführer niederer Gruppen sozusagen. Wir sehen, Eva ist auch heftig, aber noch ein Stück niedriger als Skorgrim. Und alle drei haben keine Lebenspunkte, das heißt, wir müssen zum Glück nicht gegen sie kämpfen. Aber wir stören ihre Pläne. Ihr Narren! Ich werde eure Gegenwart nicht länger dulden! Ihr seid mir lange genug lästig gewesen! Sauron. Und nun werden sich die Toten eurer annehmen. Ein unglaublich ekliger Effekt,
Wenn Sauron reinschaut, hat man keine Lebenspunkte. Oder hat man schon noch Lebenspunkte, aber unglaublich wenige auf einmal. Und das ist gar nicht cool. Ihr dürft vortreten. Also wir haben das gesehen, wie die Lebenspunkte bei uns runtergegangen sind hier oben. Erst auf die Hälfte. König befehlt. So, dann kümmern wir uns mal um den Jungen hier. Um den jungen Herrn. Der sich mit uns prügeln möchte, aber ich wende das gleich mal ab, bevor er seinen komischen Schrei macht. Gut, also wenn Sauron reinschaut, das heißt quasi, wir haben seine Aufmerksamkeit auf uns gelenkt. Und das wird auch ein ganz wichtiger Aspekt sein. Wir lenken Saurons Aufmerksamkeit von den Geschehnissen um die Ringgemeinschaft ab, von der er nur bedingt weiß. Also er erfährt erst relativ spät, dass es die gab. Ich glaube erst, als sie sich dann schon aufgelöst hat. Und weiß dann auch gar nicht, in welche Richtung sich der Ring bewegt. Er denkt ja die ganze Zeit, dass der Ring nach Minas Tirith gebracht wird, weil das ist, was er machen würde. Er würde den Ring benutzen, um in offenen Krieg zu gehen. Auf die Idee, dass jemand sich reinschleichen und ihn vernichten könnte, kommt er ja gar nicht. Ja, aber je mehr Leute es gibt, die die Aufmerksamkeit von Sauron auf sich lenken, desto weniger Aufmerksamkeit kann er auf die Suche des Rings verschwenden. Und wir haben es gerade gesehen, jetzt gerade hat er auf uns geblickt. Und das schwächt einen natürlich. Deswegen waren unsere Lebenspunkte, unsere Moral war gerade nur bei der Hälfte. Solche Kämpfe sind ganz gemein, weil man dann eben, naja, man hat dann halt nur die Hälfte seiner Lebenspunkte, ne? So, die drei sind weg. Ivar, Skorgrim und der Hexenkönig. Aber ein Diener von Ivar wartet auf uns. Seid gegrüßt, ihr Narr. Sambor. Wenn ihr eine Audienz wünscht, so möget ihr vortreten. Einer der untoten Fürsten. Der Herr über die Hügelgräber. Gut gemacht. Mein Meister schickt euch Grüße. Ich gewähre euch die Gunst einer Audienz, bevor ich euch töte. Euch scheint nach einem bestimmten Wesen zu dürsten. Also will ich es euch geben. Denn die Toten sprechen nicht. Der Unhold kichert. Mein Meister sucht große Macht für den dunklen Herrscher. Doch der dunkle Herrscher hat noch weitere Pläne. Der blasse Zwerg soll genommen gehen und eine Armee im Namen Angmars und des Hexenkönigs versammeln. Der Hagere, der für sich schon große Macht besitzt und dem ich diese Form verdanke, geht gen Osten. Dort, in Argan Maul, soll er eine Macht erwecken, die schlafend im Wasser ruht. Mit ihr unter seinem Befehl wird der Himmel zu Blut werden und alle werden verzagen. Nun nähert sich eure Audienz dem Ende. Der Tod erwartet euch. Erhebt euch, meine Krieger. Nun, dann wollen wir mal, ne? Erstmal gegen die Kleinen, aber wir sehen schon, der Große macht auch mit, direkt. So, wir hacken erstmal so ein bisschen drauf. Ich weiß gar nicht, ob ich erstmal auf den hier gehe. Ist vielleicht besser, oder? So, jetzt können wir uns Sambrok selbst mal vornehmen. Der ist ein bisschen ungemütlich. Ihr könnt mich nicht besiegen. Ja, ich merke schon, ich kann nicht viel gegen dich ausrichten. An der Stelle werfe ich mir mal ganz kurz was ein. So, ja, das Problem mit Sambrok ist, er kann sich heilen. Und das ist gar nicht cool. Denn das bedeutet, wird ein bisschen kompliziert für uns, ihn zu töten. Was können wir da nur tun? Ihr könnt mich nicht besiegen. Hey da, hallo da. Was? Das kann nicht sein. Aber wir bekommen Hilfe. Der Meister. Was soll das denn? Tote sollen nicht wieder aufwachen. Entschwindet ins Sonnenlicht. Lasst eure Hügelgräber leer zurück.